Guten Tag und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Oracle Technology Monthly. Mein Name ist Manuel Hossfeld und am Ende wird mein Kollege Carsten Zarski das Thema des Monats präsentieren. Die Agenda sieht so aus wie immer, das heißt, wir werden am Anfang einige News aus dem Bereich Cloud und Core Technologies erfahren. Dann kommen wir zu den Terminen. Dann werde ich über den aktuellen Stand von Datenbank und anderen Produktreleases berichten und die gängigen Patchsets beleuchten. Anschließend werde ich noch ein paar Fundstücke aus dem Web 2.0 zeigen und dann am Ende, wie gesagt, mein Kollege Carsten Zarski mit dem Thema des Monats. Und das ist heute ein besonderes Schmankerl. Es geht nämlich um Application Express 18.1 und zwar ganz ohne Folien, nur mit einer Live-Demo. Das heißt, wer sich jetzt schon informieren möchte, was es Neues gibt bei Application Express 18.1, ist genau richtig bei unserem Thema des Monats. Kommen wir nun also zuerst zu den Cloud- und Tech-Neuigkeiten. Den Anfang machen zwei kleinere, aber durchaus wichtige Neuerungen in der Oracle Cloud. Zum einen ist es auch möglich, ein Bring Your Own Image durchzuführen, das heißt, ein eigenes Betriebssystem-Image zur Erzeugung einer VM in der Cloud zu verwenden, und zwar für Windows-Betriebssysteme. Zuvor ging das ja auch schon für Linux-Betriebssysteme in der Oracle Cloud Infrastructure und jetzt haben wir das eben auch für diverse Windows-Versionen im Programm. Der Preis bleibt gleich, das heißt, es unterscheidet sich hierbei nicht von dem Preis, den Sie sonst gezahlt hätten oder gezahlt haben für die von uns bereits vorgefertigten Windows-Images. Näheres dazu können Sie unter dem hier verlinkten Blogpost lesen. Außerdem neu, es gibt jetzt eine Erweiterung unserer Cloud-API, womit Sie Ihre Verbrauchsinformationen, die in dem Cloud My Services-Bereich zu sehen sind, normalerweise in der GUI im Dashboard, die können Sie jetzt auch entsprechend über eine API abfragen und dann zum Beispiel für eigene Auswertungen verwenden. Auch hier habe ich Ihnen wieder einen Link hingeschrieben, in dem Fall auf ein Beispiel in der Doku. Eine weitere News aus dem Bereich Cloud betrifft die sogenannten Data Integration Services, genauer gesagt die Data Integration Plattform Cloud Services. Und mit dem Namen ist eigentlich auch schon gesagt, dass es sich hier nicht um einzelne Cloud Services handelt, sondern um ein ganzes Bundle letztlich davon. Das heißt, da werden die Aspekte Data Integration, Data Quality und Data Governance abgedeckt. Und letztlich geht es darum, dass Sie hier eine umfassende Plattform haben, um Datenintegration und Replikation durchzuführen. Und zwar geht das sowohl mit klassischem ETL als auch mit dem von uns ja durchaus bevorzugten ELT, was für Extract Load Transform steht. Das heißt, die Transformation erfolgt dann eben möglichst datennah, also möglichst nah an der Datenbank. Und das Ganze geht real-time oder als Batch. Ein neues Feature dieser speziellen Version ist unter anderem die Einrichtung von Schema-Synchronisationen mit nur 5 Klicks. Weitere Informationen dazu finden Sie unter den Links unten auf dieser Seite. Eine weitere Cloud News betrifft den Autonomous Data Warehouse Cloud Service. Dazu hatten wir ja im letzten Monthly schon einen Beitrag. Und zwar ist dieser Dienst, also der Autonomous Data Warehouse Cloud Service, nun auch bei uns in Frankfurt, also hier im deutschen Oracle Cloud Infrastructure Rechenzentrum verfügbar. Das gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Wenn Sie den Dienst bei sich dort nicht direkt in Ihrer Konsole finden sollten, müssen Sie sich den gegebenenfalls erst freischalten lassen. Außerdem neu ist die Tatsache, dass wir beim ADWC nun auch eine Lizenz letztlich beilegen zur Nutzung von dem Data Visualization Desktop. Das ist ein lokaler grafischer Client, also keine Cloud-Oberfläche, sondern etwas, was Sie ganz normal bei sich unter Windows laufen lassen. Hier unten rechts sehen Sie auch einen Screenshot. Und das können beliebig viele User zum Zugriff eben auf den Autonomous Data Warehouse Cloud Service verwenden. Alternativ können Sie natürlich weiterhin, wenn Sie das nicht lokal machen möchten, den Zugriff über die Webkonsole machen und dort das mitgelieferte browserbasierte Notebook verwenden oder natürlich weiterhin über beliebige alternative SQL-Clients, die Sie vielleicht sowieso schon haben. Weitere Informationen finden Sie unter der URL unten auf der Folie. Eine weitere Cloud News ist ganz frisch reingekommen, und zwar die Tatsache, dass es jetzt vom SQL Developer auch eine Web-Variante gibt. Das heißt, der SQL Developer, den meisten dürfte es ja bekannt sein, ist unsere kostenfreie
Datenbankabfrage und Entwicklungsumgebung, die Java-basiert eigentlich auf jedem gängigen Client läuft. Aber jetzt brauchen Sie eigentlich gar keinen Client mehr und Sie müssen auch gar nichts installieren, weil dieses Tool jetzt eben entsprechend direkt im Browser läuft und dort bei Database Cloud Service Kunden ab sofort zur Verfügung steht. Später wird es das dann auch für eigene, das heißt lokale, also On-Premises Datenbankinstallationen geben, momentan aber wie gesagt erstmal nur in der Cloud. Sehr gut ist, dass schon zu Beginn eigentlich die wichtigsten Features der Desktop-Variante schon dabei sind, also zum Beispiel das SQL-Worksheet, Realtime-SQL-Monitoring oder auch ein Alert-Log-Viewer. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, auch ohne überhaupt selbst einen Cloud-Account zu haben, können Sie das am einfachsten tun, indem Sie sich hier unten den Blogartikel von Jeff Smith angucken. Der hat dort nämlich ein Video aufgenommen, was unter anderem eine Live-Demo beinhaltet, wo Sie sich direkt informieren können, wie denn dieser SQL Developer Web funktioniert und wie er aussieht. Und hier noch eine weitere Cloud News, und zwar auch sehr neu, seit 8.5. nun in der Oracle Cloud Infrastructure verfügbar, die Oracle Container Engine für Kubernetes und dazu passend auch eine Container Registry. Diese zwei Cloud-Dienste sind dafür da, dass Sie zum einen eine gemanagte, Kubernetes-basierte Containerumgebung haben. Das ist also die Container Engine. Damit können Sie hochverfügbar in der Cloud-Infrastructure von uns Kubernetes-Cluster betreiben und Pools definieren mit verschiedenen Worker-Nodes, die hoch und runter skalieren und was man sonst so alles machen möchte. Dann haben wir dazu passend optional, das müssen Sie nicht verwenden, aber können Sie eine Registry, wo dann Ihre Docker-Images entsprechend auch gemanagt in der Cloud von uns verwaltet werden. Beziehungsweise Sie sind natürlich derjenige, der die verwaltet. Das heißt, wir bieten Ihnen nur die Plattform dafür und Sie können dann auch entscheiden, ob Sie die Registry privat verwenden möchten, also nur wirklich für Ihren eigenen Bedarf, oder ob Sie das eventuell öffnen und in einer Art Public Container Registry, zum Beispiel für Partner oder andere Leute, denen Sie vertrauen, entsprechend freigeben. Weitere Informationen haben wir zum einen hier auf cloudoracle.com unter dem ersten Link und dann habe ich Ihnen hier noch jeweils die Doku-Seiten zu der Container Engine und zur Registry verlinkt. Hier noch eine News aus dem Bereich Oracle VM. Genauer gesagt geht es um Oracle VM Templates. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, bieten wir in periodischen Abständen immer mal wieder vorgefertigte Templates an, um möglichst einfach und schnell direkt eine Datenbank-VM zu erzeugen, das heißt eine Linux-VM letztlich mit einer vorinstallierten Datenbank drauf. Und das haben wir jetzt hier aktualisiert auf die aktuellen Releases für die Datenbank, das heißt inklusive auch dem letzten Quarterly Patchset. Und basieren tut das Ganze auf den aktuellen Linux-Versionen, das heißt Oracle Linux 6.9 oder 7.5 mit dem entsprechenden auch aktuellen Oracle Unbreakable Enterprise Kernel. Infos dazu und auch die entsprechenden Download-Links finden Sie wahlweise im OGN unter dem ersten Link und oder in My Oracle Support unter der Doc-ID, die ich hier unten angegeben habe. Kommen wir nun zu den Terminen. Als erstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass noch bis zum 4. Juni der Call for Paper für die diesjährige DOA-Konferenz im November in Nürnberg läuft. Da können Sie sich hier unter der gezeigten URL entsprechend informieren und gegebenenfalls eben einen Vortrag einreichen. Am 12. Juni findet in Berlin die Oracle Code statt und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um eine Veranstaltung, bei der wir Ihnen hautnah mit diversen Demos und Vorführungen und Vorträgen zeigen möchten, was es im Bereich Development alles von Oracle Neues gibt und wie Sie da so entsprechend vorankommen. Das heißt, wenn Sie sich interessieren für Cloud Native, Container, DevOps und Blockchain und dergleichen Themen, sind Sie dort herzlich willkommen und können sich hier unter der URL kostenfrei anmelden. Am 18. und 19. Juni findet von der DOAC der ExaDay in Frankfurt statt und am 26. und 27. Juni ebenfalls von der DOAC findet in Stuttgart der Monitoring und Security Day statt. Die Details und Anmeldelinks finden Sie ebenfalls hier auf der Folie. Nochmal von der DOAC eine Veranstaltung ist erst im September. Das sind die DOAC Big Data Days und zwar am 20. und 21. September. Dort gibt es auch schon eine Seite, unter der Sie sich informieren können. Last but not least schon mal der Hinweis, dass ja im Oktober dann von uns in San Francisco wie jedes Jahr die Oracle Open World stattfindet. Kommen wir nun zu den Release-Ständen und Patch-Sets für diverse Oracle-Produkte.
Im Bereich Datenbank hat es ja jetzt im April das letzte Release-Update gegeben. Das heißt, man sieht es dann hinten an den Versionsnummern. Die heißen jetzt Punkt 18.04.17. Das geht durchgängig für alle derzeit noch vorhandenen Versionen. Die Mostnotes hier rechts sind verlinkt. Das heißt, wenn Sie sich die Folien hier runterladen, und zwar genau von derselben Stelle, wo Sie auch den Link hier auf dieses Video gefunden haben, dann können Sie da draufklicken und kommen direkt im My Oracle Support an die richtige Stelle. Im Bereich Engineered Systems, und zwar konkret bei der Exadata, gab es auch ein, zwei kleinere Neuigkeiten. Das heißt, es gibt hier zum einen eine neue Version vom Oracle Exadata Deployment Assistant, also der OEDA. Der ist jetzt in der V18.04.20 verfügbar und neu aufgenommen haben wir hier den OECA, nicht zu verwechseln, das ist der Exadata Configuration Assistant, der letztlich ein Excel-Sheet darstellt, womit Sie verschiedene Konfigurationen eben Exadata betreffend verwalten und eingeben können. Das Tool liegt jetzt hier in der Version 117.5 vor. Im Bereich ODA Mini-Cluster hat sich nichts getan. Beim Enterprise Manager hingegen haben wir für die 13er Schiene neue Patch-Sets. Das heißt, hier haben wir zum einen für den OMS die Version 13.2.3, hinten mit 18.4.30 und für den Agent eine leicht abweichende Version, die 13.2.0, auch mit hinten 18.4.30. Bei ORACheck, ExaCheck und DBSAT hat sich nichts getan. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es inzwischen auch die neue Version als Beta gibt von ORACheck und ExaCheck, und zwar die 18.2. Die müssen Sie natürlich jetzt noch nicht verwenden, aber wenn Sie schon mal schauen wollen in der Beta-Version, was es da so Neues gibt, können Sie das hier entsprechend unter der angegebenen Note auch runterladen. Auf der zweiten Seite unserer Release- und Patch-Stände-Seite hat sich hier nicht so viel getan. Dort gibt es letztlich nur zu vermelden, dass wir im Bereich NoSQL eine neue Version haben. Man sieht das jetzt, die Enterprise Edition von NoSQL hat jetzt auch die neue Nomenklatur, die neue Nummerierung besser gesagt, mit 18 vorne dran. Das heißt, es ist jetzt die 18.1.13. Und dann gibt es entsprechend auch eine neue Linux-Version zu vermelden. Das heißt, die 7er Schiene gibt es jetzt als Oracle Linux 7.5. Kommen wir nun zum Bereich Web 2.0, das heißt diverse interessante Links auf Artikel, Blogs, Whitepaper und was wir sonst noch so gefunden haben. Zum einen ein bisschen Eigenwerbung sei erlaubt, möchte ich auf unseren Blog hinweisen, also blogs.oracle.com/quartec. Da haben diverse Teamkollegen von mir seit geraumer Zeit schon 18c-Artikel, also Datenbank 18c-Artikel eingestellt. Ganz aktuell ist jetzt dort erschienen der Artikel zu 18c Basics und Architektur. Den finden Sie hier unter dem Link direkt als erstes. Und weiterhin gibt es dort aus den letzten Wochen noch Artikel, die auch interessant sind, zum Beispiel zum Thema Unified Auditing oder Online Table Partition Merge. Außerdem, ebenfalls auf dem Quartec-Blog zu finden von meinem Kollegen Markus Schröder, gibt es einen Artikel zum Thema Terraform. Terraform ist ja ein Open Source Deployment Tool für Cloud-Umgebungen und da hat der Markus Schröder eben beschrieben, wie man damit Database-as-a-Service-Instanzen möglichst einfach erstellen kann. Außerdem hier noch ein Hinweis auf das Oracle Magazine. Das gibt es zwar schon länger, aber ich muss gestehen, ich vergesse es auch gerne mal, dass es das gibt. Das erscheint nämlich nur zweimonatlich und zwar nicht nur auf Papier, sondern eben im Web. Das heißt, man muss da gar nichts bestellen oder machen. Man geht da einfach auf die entsprechende URL drauf und kann sich dann alle möglichen Artikel durchlesen. Da gibt es natürlich einige, die sind eher High-Level, aber durchaus auch welche zum Thema Technik. Und in der jetzigen Ausgabe sind unter anderem welche drin zum Thema IoT, zum Thema Blockchain und zum Thema JSON mit PLSQL. Als letzte News passt zwar nicht 100% hier eigentlich in den Bereich Web 2.0, aber richtig viel zu vermelden als gesamte News gab es hier noch nicht. Als letztes habe ich Ihnen hier auf der Seite noch eine Meldung verlinkt, die zwar wichtig und relevant im Bereich Cloud Security ist, aber noch nicht so konkret, dass man es hier schon besondere Artikel oder Features verlinken könnte. Deswegen nur ganz kurz. Und zwar handelt es sich hier um die Ankündigung, dass wir die Firma ZenEdge erworben haben. Das heißt, Oracle übernimmt ZenEdge. ZenEdge ist ein Hersteller von diversen Security-Produkten, zum Beispiel Web Application Firewalls. Und die, so ist der Plan, werden dann aufgehen oder werden dann integriert werden in die Oracle Cloud Infrastructure. Das ist ja seit geraumer Zeit unser Plan dort und unser Vorgehen, dass wir möglichst viele Features, möglichst viele sinnvolle
Eigenschaften, die Netzwerk betreffen, direkt dort in die Oracle Cloud Infrastructure einbauen, sodass Sie die dann direkt als Kunde auch verwenden können. Kommen wir nun zuletzt, wie schon angekündigt, zu meinem Kollegen Carsten Sarski, der Ihnen nun das Neueste zum Thema APEX berichtet, das heißt Oracle Application Express 18.1, ist ja zurzeit noch nicht zum Download verfügbar, aber online gibt es das schon. Und der Kollege hat sich hier entsprechend die Mühe gemacht, mal zu zeigen, was sie damit alles machen kann, was es da an neuen Features gibt, und zwar in Form einer Live-Demo. Viel Spaß dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch im nächsten Monat den Technology Monthly wieder anschauen. Mein Name ist Carsten Sarski, bin seit 2001 bei Oracle beschäftigt, seit mittlerweile etwas mehr als 2 Jahren auch Mitglied des Application Express Teams und ich möchte heute 10 Minuten lang was über das neue APEX Release 18.1 vorführen. Es ist noch nicht zum Download verfügbar, allerdings kann man auf dem öffentlichen Demo-Server apex.oracle.com schon ausprobieren, wie die neuen Features funktionieren, und wenn man APEX noch gar nicht kennt, ist das auch eine hervorragende Gelegenheit, mit APEX als solches vertraut zu werden. Man schaut sich also die URL apex.oracle.com an und wenn man hier oben auf Sign In klickt, dann kommt man zu einer Login-Maske. Ich selbst habe schon einen Workspace. Wer noch keinen Workspace hat, klickt auf Request a Workspace, geht durch einen Dialog von 5, 6 Seiten durch und man bekommt kurz danach seine Zugangsdaten zugeschickt. Das ist kostenlos und man kann mit dem Workspace dann rumexperimentieren, solange man möchte. Wenn man ein paar Wochen lang nichts auf seinem Workspace tut, dann werden die inaktiven Workspaces nach einer Weile gelöscht. Bevor das passiert, bekommt man aber eine E-Mail. Das heißt, wenn man aktiv ist, dann kann dieser Workspace über Jahre hinweg existieren. Gut, ich logge mich an meinem Workspace ein und es gibt in APEX 18 im Grunde genommen 2 Features, auf die ich hier eingehen möchte, alle im Detail vorzuführen, auch die kleineren. Das wäre ein bisschen viel für diesen kurzen Abriss, deswegen möchte ich mich auf die 2, sagen wir mal, wichtigsten oder die 2, die am meisten ins Auge stechen, fokussieren. Und als erstes wäre das sicherlich der neue Create Application Wizard. Wenn man also im Application Builder sich befindet und dann eine neue Applikation erstellt, dann sieht man etwas und APEX-Erfahrene erkennen auch wirklich, dass das neu ist. Dieser Create App Wizard sieht ganz anders aus als bisher. Und wenn man jetzt eine neue Applikation damit erstellt und Seiten hinzufügt, merkt man, dass diese Seiten viel mehr Möglichkeiten anbieten, als das früher der Fall war. Es gibt eben nicht nur Blank, Report und Form, sondern zum Beispiel auch Dashboard. Und eine Dashboard-Seite zum Beispiel sieht so aus, dass man einen Chart definiert. Der Chart, den definieren wir auf Basis einer Tabelle, aber nicht auf Basis dieser da, sondern wir nehmen die wohlbekannte M-Tabelle. Wir nehmen ein Label und ein Value, Iname und Salary, und da machen wir einen Barchart daraus. Und die anderen 3 belasse ich jetzt ganz bewusst mal leer, da machen wir nichts. Was das dann bedeutet, sehen wir gleich. Und wir fügen die Seite hinzu. Noch ist nichts passiert. Das wird jetzt hier im Rahmen dieses Übersatzes erstmal alles nur gesammelt. Und dann, wenn wir gleich die Applikation generieren, dann werden wir sehen, dass alles auf einmal als neue Applikation erstellt wird. Natürlich kann ich die Applikation später ganz normal, wie man es in APEX gewohnt ist, verändern, bearbeiten, Seiten löschen, neue hinzufügen. Das ist ja bekannt, dass es bei APEX niemals diesen Punkt gibt, wo man nichts mehr ändern kann. Bei APEX kann man, da es metadatengetrieben ist, jede Applikation zu jedem Zeitpunkt beliebig verändern. Gut, wir machen noch eine Seite und da nehmen wir dieses Cards Layout hier, was ein sehr interessantes Berichtslayout ist, was ein bisschen anders aussieht als die Tabellen, die man normalerweise kennt. Das nennen wir AMP Cards. Wir nehmen wieder die wohlbekannte AMP-Tabelle. Der Titel soll sein der E-Name, Description wäre der Job und Additional Text nehmen wir einfach mal die Salary-Spalte. Und auch das fügen wir unserer Applikation hinzu. Ich hätte noch gerne, und dann sind wir in dem Bereich der Features hier unten, wo man so Zusatzfeatures zu seiner Applikation hinzufügen kann. Zum Beispiel möchte ich gerne ein Activity Reporting haben. Das heißt, Seiten, auf denen angezeigt wird, was auf dieser Applikation alles los war. Welche Seiten wurden stark geklickt, welche interessieren eigentlich niemanden mehr. Mit dieser Checkbox bekommt die Applikation in der Administration Section zusätzliche Seiten, mit denen man sich als Applikationsverantwortlicher dann ganz einfach durch diese Reports klicken kann und dann sieht man, wo auf der Applikation besonderes Interesse besteht und wo halt eben nicht. Das zweite, was ich gerne hätte, ist eine Theme Style Selection. Das heißt, ich möchte, dass der Endanwender sich aussuchen kann, welches Look and Feel die Applikation hat. Das heißt, der Developer gibt bestimmte Looks and Feels vor.
ein rotes, ein blaues, ein grünes meinetwegen. Und der Endanwender kann sich dann da das Schönste oder das, was ihm am besten gefällt, aussuchen. Naja, wenn wir dann mit unseren Einstellungen zufrieden sind, dann klicken wir auf den Button Create Application und dann wird diese Applikation schließlich erstellt. Das dauert ein paar Sekunden, geht aber alles in allem doch relativ flott. So, und jetzt haben wir mit wenigen Mausklicks eine Applikation mit 12 Seiten erstellt. Da können wir auch gerne mal reinschauen. Wir melden uns an und sehen zum Beispiel auch schon, dass eine Homepage für uns generiert wurde mit den zwei Seiten, die wir vorhin konfiguriert haben. Wir schauen auf die Dashboard-Page und das war der Bar-Chart, den wir auch definiert haben mit den Salaries der Endtabelle. Und ich sagte ja, die anderen drei Charts, da mache ich bewusst nichts. Wir werden sehen, was rauskommt. Und Apex hat uns hier einfach mal ein paar Samples generiert. Es gibt also so ein paar Sample-Daten und auf Basis dieser Sample-Daten wurde ein Pie-Chart, noch ein Bar-Chart und ein Line-Chart zusammengestellt. Und mit diesen Bild bekommt man jetzt mal so einen Eindruck, wie die Seite aussehen wird. Und das ist jetzt natürlich meine Aufgabe als Entwickler, diese noch leeren Hüllen mit Leben zu füllen. Schauen wir uns die Cards an, der M-Tabelle. Und das ist im Grunde genommen technisch ein sogenannter Classic Report, nur mit einem etwas anderen Look and Feel. Und das Schöne ist jetzt, dass man eben nicht mehr diese manuelle Arbeit braucht, um dieses Card-Layout zu erzeugen, sondern das geht ganz einfach mit ein paar Mausklicks. Hier ist die Administrations-Section und man sieht jetzt hier sehr schön, dass ich die Theme-Style-Selection habe, wo der Endanwender halt eben das Look and Feel ändern kann. Ja, und da kann ich jetzt zum Beispiel hier das auf Vita Red umstellen und jetzt als Developer, ich bin ja gleichzeitig als Developer angemeldet, erlaube ich meinen Endanwendern, dass sie eben für sich einen Theme-Style selber wechseln können. Und in dem Moment, wo das passiert, wird die Applikation neu geladen. Und wir sehen jetzt ein Look and Feel. Und hier sind diese verschiedenen anderen Berichte und Dashboards, die mir Informationen darüber geben, was eigentlich mit meiner Applikation los ist. Soweit so gut. Das ist so das erste Feature, wo man auf jeden Fall, wo es sich lohnt, damit ein bisschen zu spielen und mal zu erkunden, was das alles für Möglichkeiten bietet. Das zweite neue Feature geht ein bisschen in eine andere Richtung und das ist diese Development Area, wo wir Application Express dazu bringen, dass es eben mit externen Datenquellen, wie zum Beispiel ein RESTful Service, genauso umgehen kann wie mit einer lokalen Tabelle. Das heißt, wir werden in der Lage sein, mit Apex 18.1 einen Bericht, einen Report, einen Interactive Report auf Basis eines RESTful Service zu erzeugen. Zuerst brauchen wir einen RESTful Service und ich nehme immer sehr gern diesen hierher, googeln Sie mal nach USGS Earthquake und dann finden Sie einen JSON-Feed, der halt eben Ihnen die Erdbeben auf der Welt in den letzten 24 Stunden zurückgibt. Und das ist ein JSON-Format, was man so im Browser nicht so toll lesen kann. Aber ein Apex-Report wird die uns ganz wunderbar darstellen. So, und dazu brauchen wir zunächst die Metadaten. Also Apex muss natürlich wissen, was für Attribute stecken denn in so einem JSON-Feed drin? Was wird da alles ausgeliefert? Und das machen wir als erstes. Wir gehen zu den Shared Components und besuchen diesen neuen Bereich Web Source Modules. Und die Web Source Modules, das sind Referenzen zu externen RESTful Services. Und wenn ich jetzt da einen neuen erzeuge, from scratch, dann gebe ich dem einen Namen und hinterlege diese URL. So, Application Express hat die URL jetzt getestet und die Tatsache, dass er mir einen sogenannten Remote Server gefunden hat, zeigt mir, dass ich diese URL auch schon mal verwendet habe. Denn er hat schon erkannt, es gibt andere RESTful Services, die mit den gleichen URL, die den gleichen Server verwenden und Apex speichert tatsächlich den Server-Part der URL als eigene Entität, sodass man die später auch gesondert ändern kann. Man wechselt also den Server-Part im Remote-Server-Objekt und alle REST-Services, die diesen Remote-Server verwenden, werden auf einmal mitgeändert. Wir lassen das alles so, das passt. Wir werden uns auch nicht anmelden müssen, denn dieser REST-Service ist öffentlich und wir klicken jetzt auf Discover. Und jetzt hat Apex dieses JSON untersucht. Es hat uns, wie man hier im Data Profile Tab sehen kann, festgestellt, welche Attribute da drin enthalten sind. Das sind dann 29. Und bei Data sieht man so ein Sampling der Daten in dem JSON. Man sieht hier nur die ersten 15 Spalten und die ersten paar Zeilen. Das ist erstmal nur, um einen Eindruck zu bekommen, dass Apex diesen JSON-Feed korrekt interpretiert. Wenn nicht, geht man hier unten wieder zurück und dann kann man in der Advanced Section Angaben machen, die Apex beim Verständnis helfen. Wir sind aber zufrieden, klicken also auf Create Web Source und haben jetzt in Apex Metadaten über diesen RESTful Service gespeichert. Der nächste Schritt ist, dass wir eine Komponente darauf erzeugen. Und ich hätte gerne ein Interactive Report.
Damit erzeuge ich also in meiner Applikation eine neue Seite. Wir nehmen einen Report und wir hätten gerne einen Interactive Report, der einen Namen bekommt. Wir machen auch ein Navigation Menu Entry. Und jetzt würde man in früheren Versionen hier die Tabelle oder SQL-Abfrage hinterlegen, auf die der Interactive Report sich beziehen soll. Jetzt wählen wir aber WebSource aus und wir nehmen das, was wir gerade erzeugt haben. Wir wollen nicht alle diese Spalten haben, das ist ein bisschen viel. Also tun wir die alle mal nach links und wir nehmen Mac, Place, Time. Die Zeitzone nehmen wir, die ID und den Titel. Das sind Spalten, die machen sich ganz gut zur Darstellung. Die übernehmen wir nach rechts. Klicken auf Create, um den Interactive Report zu erzeugen. Und wenn Apex erfolgreich war, dann werden wir in den Page Designer geleitet, der uns jetzt unsere neue Seite zeigt. Und jetzt könnten wir hier natürlich weitere Änderungen vornehmen. Wir wollen die Seite aber gleich starten. Und jetzt sehen wir hier in einer wunderbaren Aufbereitung diese Erdbebendaten als Interactive Report. Wir können zum Beispiel jetzt in der Rolle als End-User nach Erdbeben suchen, die in Alaska stattgefunden haben. Wir können einen Filter erzeugen und wir wollen nur bestimmte Erdbebenstärken haben, alles was größer als 2 ist. Und können jetzt mit diesen Daten tatsächlich so arbeiten, als wären es lokale Tabellendaten. Analog dazu lässt sich jetzt auch ein Chart erzeugen. Das machen wir noch als zweites Beispiel. Wir hätten also gerne die Mac by Time. Das ist jetzt so mal so das, was wir auf die Schnelle wirklich machen können. Und in der Chart Series nehmen wir wieder WebSource. Wir wählen das Erdbeben aus und können jetzt hier als Label die Zeit nehmen und als Value die Magnitude. Wir speichern das Ganze ab, starten die Seite neu und wir sollten wieder unseren interaktiven Bericht sehen und gleichzeitig hier einen Chart, der uns halt eben den Verlauf der Erdbebenstärken über die Zeit anzeigt. Ja, und das ist wirklich das Interessante jetzt an APEX 18.1, dass diese externen Datenquellen ebenso leicht verfügbar werden, als ob es eine Tabelle wäre. Man musste sich, wie man gesehen hat, überhaupt nicht mit dem HTTP-Request, der dafür nötig ist, auseinandersetzen. Da kam JSON zurück, das haben wir gesehen. APEX hat das gesamte Parsing übernommen und dem Entwickler werden Spalten und Zeilen bereitgestellt. Das, was er halt eben gewöhnt ist. Auch das können Sie auf APEX Oracle.com sehr schön ausprobieren, dieses neue Feature. Und damit sind jetzt auch 10 Minuten und damit meine Zeit für einen groben Abriss über APEX 18.1 auch schon vorbei. Schauen Sie es sich an, es sind darüber hinaus natürlich noch viele weitere Features dabei, ja, die ich hier aus Zeitgründen gar nicht eingehen kann. Ja, das sind zum Beispiel E-Mail-Templates, wenn man aus seiner Applikation öfter mal E-Mails rausschickt. Es gibt einen neuen Item-Type namens Textfield mit Autocomplete, das mit 5.1 eingeführte Interactive Grid ist verbessert und ein bisschen erweitert worden. Es sind also neben diesen zwei Features natürlich noch eine Menge kleinerer Features enthalten. Manche natürlich eher interessant für denjenigen, der schon ein bisschen mehr mit APEX gearbeitet hat. Und wenn man neu damit beginnt, dann merkt man eigentlich gar nicht, dass das was Besonderes ist. Aber die Kerndinge, das, was sofort ins Auge springt, RESTful Services und der Create Application Wizard, haben wir gerade eben gesehen. Viel Spaß beim Ausprobieren und damit übergebe ich wieder in den Technology Monthly.